Herzlich willkommen zurück zu Still Life 2. Im letzten Part haben wir Hawker getötet und sollten jetzt mal seine Leiche durchsuchen. Vielleicht finden wir da ja noch etwas Nützliches. In das Tat, ne? Sollte man da mal nachgucken. Jetzt habe ich doch etwas gesagt. Und dabei waren wir alle gerade Freunde. Hier vor der Auf... Schlimm. Das tut mir sehr leid, Vic. I'm so sorry. Ja, gerade vor der Aufnahme was? Gerade vor der Aufnahme habe ich gesagt, ich sage was, weil ich nicht professionell bin. Jetzt sage ich doch etwas. Oh. Ja, aber man hat schön gemerkt, so wie du das etwas betont hast. So, was hat der Gute denn hier? Einen beschädigten PDA. Sieht aus, als würde Hawkers Gerät nicht mehr funktionieren. Ich muss verflucht sein. Dieses Ding enthält zweifellos wichtige Daten. Ah, sein Gerät funktioniert nicht mehr. Aha. Das ist, Ja, sein Gerät ist in der Tat tot. Also der Gerät. Stattdessen funktioniert vielleicht sein erigierter Schlüssel noch. Oh je, oh. Ach, das ist dieser blaue, den... Ja, cool. Den, ja. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen, vielleicht passt der ja irgendwo in ein Loch. Ja, und dann können wir das, was in das Loch passt, schön analysieren. Oh Gott, ey, oh, das... ja, ich glaube, wir sollten erstmal den Ventilator wieder ausmachen gehen, weil, der sehr laut ist, ne? Ja, das würde ich... Da ist doch was Blaues, vielleicht passt da das in das Schlüssel. Hm. Genau. Ja, aber sollen wir das jetzt schon machen? Irgendwie? Nein, da ist ja Paloma. Also, und da war, du hast gesehen, am Anfang war da so eine Uhr und du weißt, was Uhr bedeutet. Ah, guck mal, unsere Waffe ist auch leer. Hawker hatte doch auch eine, die haben wir jetzt gar nicht untersucht oder so, ne? Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, jetzt gucken wir erstmal, kommen wir hier jetzt eigentlich weiter? Nö. Okay. Weil so die Peng-Peng brauchen wir schon noch. Vielleicht können wir, bevor die Paloma gegrillt wird, ihr einfach einen Kopfschuss verpassen. Ja, das wäre sehr nett. Eine Gelladene-Pistole schon besser. Und ja. Entschuldigung, Vic, nochmal. Also, es liegt mir heute im Blut, in ihr zu reden. In ihr zu reden? Mm. Ach Gottchen, was ist hier los heute? Was macht sie da? Was zum... Ach, die Tür, nein! Doch, die Tür ist okay. Ja, aber warum tut sie... Wie unnötig, wir haben auf den Tank, also ich habe auf den Tank geklingt. Ja, man kennt das doch aus dem Spiel. Der Pfosten ist da und da ist die Tür und da ist der Tank. Du weißt, ne? Ja, und sie sollte näher ran. Oh Gott. Ja, was ist das denn? Verschlossen. Ach, da war die Stimme wieder. So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Hier kann ein Empfänger angeschlossen werden. Aber der Steckplatz sieht anders aus als der, den ich im Keller gesehen habe. Das ist doch das mit... Wie die Tastatur da, dieses Tastenfeld. Mhm. Verschlossen. Ach, jetzt hatte sie ihre eigene Stimme, okay? Oh lol. So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Ja, das wissen wir, Vic. Da ist noch ein Schrank. Geht der auf? Jetzt kommt gleich wieder Paloma. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ja. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ja, ist doch gut. Da können wir auch noch was rum. Was ist das denn? Ach, ein Durchgang. Ah. Und da liegt ein Schlossknacker. Wir haben doch einen. Hawker Schlossknacker. Für sein Ding. Ja. Okay. Das Verbindungskabel. Das können wir bestimmt mit dem PDA verbinden. Ja, perfekt. Das ist nicht interessant, aber das. Das ist Carson. Fotografiert von Hawker, nehme ich an. Also, sieht aber nicht so schön aus. Nee, aber da sieht er auch schon wieder fast aus wie Snape. Ach, da ist das noch stimmt. Was. Ein Merkzettel von Hawker. Er hat fast alles genau vorhergesehen. Das Ach, und das deins. Darf man dann vorlesen. Das ist ja sehr lieb. So, Merkzettel Nemesis. Nemesis ist übrigens eine böse Person, die immer Leute töten möchte. Nur mal so angemerkt. Resident Evil! Nagelfeile in der Schublade. Schürhaken in der Nähe des Ofens. Verbrannter Prospekt. Safe-Schlüssel unter dem Vordersitz. Mobiltelefon auf dem Vordersitz. Quittung und Telefonladegerät im Safe. Speicherkarte für den Sprachrekorder. Hernandez Blut auf dem Autopsietisch im Keller.
Computerschlüssel im Geschirrschrank. Locke von Hernandez. Andersons Abzeichen. Lukentarnung. Vom Mörder zurückgelassene Inschriften. Streichhölzer. Videoaufnahmen von Hernandez. Codedatei. Amphetamine. Erste-Hilfe-Set. Fallen. Siehe Curtis. Fernbedienung auf dem Dach. Mit einem neuen Passwort sichern. Speicherkarte im Umschlag in der Küche. Speicherkarte im Umschlag in der verkohlten Raum. In der verkohlten Raum, in der Stadt. Speicherkarte in Garrys Tasche. Falle im Treppenhaus des Bunkers. Datei im Computer des Kontrollpostens kodieren. Falle im Feller. Oh. Das Schöne ist, Leute. So einen ähnlichen Versprecher hatten wir schon mal. Der kommt mir ganz... Das war wirklich nicht... Ich habe keine Ahnung, das passiert immer da. Elektrischer Stuhl, C4-Sprengladungen. Und es geht scheinbar noch weiter. Bombe, Bunkerschloss, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, das hört sich nicht so lustig an. Nee, also wir sind jetzt bis... Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wusste er da schon, dass Vic ihn anschießt? Ne? Ich glaube nicht. Aber ansonsten hat er wirklich alles perfekt geplant. Ja. Und dokumentiert. Also mir wäre die Falle im Feller natürlich besser gewesen. Verschlossen. So, geht das mit Hawkers Ding? Ah, nee. Nee, weil da unten war dieses Schlossknacken-Symbol-Gedöns. Ja, wenn man hier drauf geht, dann tut sich nichts. Ja, du siehst auch da vorne, der hat so eine Spanner da, dieses Viech, und das eine nicht. Ja, stimmt. Okay. Ach nö, ein Bild von uns. Eins ist sicher, Hawker hatte wirklich ein Problem mit mir. Wieso? Nur weil da ein Bild und neben einem Metallschneider, also... Das ist jetzt weit hergeholt. Also, ich habe auch so einen Metallschneider von meiner besten Freundin und nebendran das Bild, wo abgerissen ist, natürlich nicht. Ach Gott. Haben wir hier noch ein Bett und ein Koffer. Ein Werkzeugkasten. Was sind da denn für Toys drin? Ach du Heiliger. Eine elektrische Kabelspule. Aha. Kupferstreifen. Und BDSM Klemmen. Ja. Krokodilklemmen. Und noch was. Eine Drahtschere. Eine isolierte. Ja. Wollen wir es jetzt mal nicht so genau nehmen, du mit deinem Feller. So, sonst ist da nichts mehr. Und nu haben wir Informationen gekriegt hier. Retten Sie Hernandez. Hernandez wird auf dem elektrischen Stuhl sterben, wenn ich sie nicht befreien kann. Mir bleibt nicht viel Zeit. Na dann hopp hopp, ich will, dass es stirbt. Träne wegwisch. Ja, bei mir wären diese Tränen sehr gekünstelt. So, was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Wir haben jede Menge Zeug. Können wir damit was anstellen? PDA und Kabel. Vielleicht, sie hat ja irgendwie gesagt, dass da wichtige Daten drauf sein könnten. Vielleicht kann man das mit dem Testkit wiederherstellen oder so an dem Computer oder I don't know, irgendwie. Ja, hier war ja ein Computer. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. So, geht das? Natürlich nicht. Nö. Ja gut, der PC steht ja auch da unten, aber den möchte sie gar nicht ansprechen. Ja. Und hier ist ein Schrank, wo wir scheinbar noch irgendwie was ablegen können. Ich würde nur den roten Schlüssel weglegen und unseren Schlossknacker, weil der bringt ja dann eh nichts mehr. Oder? Ja, keine Ahnung. Ja, komm, weg damit. Vielleicht können wir irgendwas kombinieren. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Das hier ist ja Draht. Dann vielleicht erstmal irgendwie schneiden. Ah. Einem. Und das. Ja, aber das ist, Mit was, da? Was? Nein. Okay. Damit? Nö. Dann vielleicht mit dem BDSM? Oh ja. Ah, dadurch werden zwei BDSM. Ja.
Okay, ja, dann machen wir das doch nochmal. Na, doch nicht so. Noxy. Dann geht das bestimmt auch nochmal. Ja, nur dann haben wir gleich keinen Platz mehr im Inventar, ne? Können wir denn Metallschneider Kupfer? Vielleicht können wir das Kupfer schneiden? Nö. Vielleicht können wir das Kupfer mit dem Gedöns da? We try it. Das geht. Was ist das denn? Orkers Schlossknacker und Streifen. Boah, das ist voll sinnvoll. Das sieht sehr gut aus. Okay. Schneiden wir das nochmal? So. Und schneiden das nochmal. Ah, siehe da, ist weg. Ah, okay, cool. So. Jetzt haben wir viermal solche komischen BDSM-Dinger und... Ja. Ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr die Drahtschere, oder? Weil die haben wir ja jetzt gerade benutzt. Ja, wenn man sie doch noch braucht, lieber mal da lassen. Okay, ja. Ja, und der PDA? Ja, das heißt, hier muss irgendwo... Wo ist denn noch ein Computer? Da, wo wir den Finger draufgelegt haben. Ja, wo war das? Das war, wenn wir rausgehen, gleich da links. Also da. Ja. Hallo, ich bin der neue Navigator. Guten Tag, Herr Navigator. Legen Sie bitte Ihr PDA, oder legen, stecken Sie das bitte da rein. In das Loch. Ich hoffe, dass ich im Kontrollposten Zugriff auf die Dateien erhalte. Okay. Ja, und nun? Wie kann man das iPod-Ding da anmachen? Ja, bestimmt hier drüber, weil das mit dem Finger hat ja auch das hier aufgemacht. PDA, da steht doch. Ah. Passwort, ach nö. Nemesis! Haben wir doch schon mal gehört. Ja. Weil das hier ist der Kaugummi gewesen. Hawker wäre lustig. Können wir ja mal gerade probieren. Ist aber falsch. McPherson kann auch nicht sein. Naja, also, aber da war da das Bild war auch da, ne, von ihr. Ja, das können wir versuchen. Ich glaube aber nicht. Nein. Nee. Dann ist es Nemesis. Weil Genesis, was ist das? Das ist ein Buch von... Aha, jetzt haut mich nicht. Das ist... Ich würde jetzt Mose sagen, oder wie der Typ auch immer hieß. Und Genesis war eine Band mit Phil Collins. So. Ach, was ja. Ja, guck doch mal, Alter. So, Nemesis-Datei. Oh. Ach, wunderbar. Nemesis A. A64571. Ich wäre sehr dafür, das aufzuschreiben. Ja, das wollte ich auch gerade gesagt haben. Kannst du mir die bitte vorlesen? A. Ja. 6. Ja. 4. Ja. 5, 7, 1. 5, 7 und 1, ne? Genau. Okay. Dankeschön. Notizen. Opfer. Sally Duke. Passende Rolle. Sally Vaughn. I Wanted Wings. 1941. Susan Giarelli. Passende Rolle. Susan Cleaver. Schmuggler von Saigon. 1948, Dorothy Lee, passende Rolle, Dorothy Dodge, Out of This World, 1945, Alan Dunnigan, passende Rolle, Alan Graham, Die Narbenhand, 1942. Ah, das waren die Filme hier von der Veronica Lake, ne? Ah, stimmt. Krass, dann hat er die Opfer wirklich nach den Vornamen dann so ausgesucht. Krass. Das ist echt heftig. Und ich habe einen Frosch im Hals. Was soll das? Ich erledige eine von ihnen. Curtis kümmert sich um die anderen. Sorge dafür, dass er die Anweisungen befolgt. Die Morde müssen zweifelsfrei, liebe Entwickler, vom Ostküstenkiller begangen worden sein. Mir gefällt Curtis' Fähigkeit zu gehorchen, ohne Fragen zu stellen. Doch ich kann verstehen, warum er von der Marine ausgeschlossen wurde. Sein Hang zur Folter muss seine Vorgesetzten schockiert haben. Ich frage mich, ob es Vic gelingt, ihm beizukommen. Es war nicht schwierig, Carson zu überzeugen. Dieser Narr glaubt, dass ich dich gehen lasse, wenn ich hier fertig bin. Er hörte Sally Dukes Flehen während des Fototermins. Er hätte beinahe vergessen, dass ich auch noch da bin. Oh. Wir werden sehen, ob er seine Rolle gut spielt.
Er hatte anscheinend, weil er tot ist. Ja, wahrscheinlich sollte dann Carson zu überzeugen. Carson war der ursprüngliche Ostküstenkiller. Ja. Und warum sollte er dann gedacht haben, dass er sie gehen lässt? Weil wenn Sally, das passt ja auch dann dazu. Weil Carson war ja der verrückte Filmfreak. Ja, das ist eine gute Frage, du. Naja. Aber er hat doch, von wem war der Ring, den der Carson und angebliche Anderson hatte? Von der Sally, oder? Ja, oder Sally nicht? oder Sarah habe ich gerade irgendwie im Kopf. Aber, ich weiß es aber nicht. Nee, Sally muss es gewesen sein. Irgendwie lustig. Ja, wir haben jetzt einen Code bekommen. Was können wir damit jetzt tun? Coden, aha. Ja. Was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Ja, das würde jetzt heißen, wir gehen zur Paloma und foltern die mit den Krokodilklemmen. Keine Ahnung. Ja gut, ich bin sofort dabei. Nein, sobald es darum geht, Paloma zu foltern, zu grillen, sonst irgendwas, bitteschön. So. Dann kommt jetzt, weiß ich nicht, wegen der Uhr, ich sage mal, Grande Finale. Ja, das befürchte ich auch. Aber das war's mit dem Part. Doch bis zum nächsten sei gesagt. Wir sind jetzt raus aus diesem Horrorhaus. Und ihr müsst warten. So ein Graus.